Ja, hi Leute, hier ist wieder euer Mofa-Bärchen. Ich grüße euch ganz herzlich. Ihr wundert euch bestimmt heute, dass ich heute mal mit Brille zocke und ich habe es ja schon mal in die Face oder beziehungsweise in Facebook geschrieben. Und zwar, dass ich endlich meine Gamer-Brille bekommen habe. Sie sieht zwar ein bisschen nerdy aus, ich wollte es eigentlich auch so haben. Ich kann es gerade hier nur auf dem Monitor hier drüben sehen. Aber es gefällt mir ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss sagen, es wirkt schon wahre Wunder. Ich habe es mir eigentlich nur gekauft, dass ich nicht immer so Kopfschmerzen bekomme, wenn ich vorm Rechner sitze. Und ich sitze ja eigentlich grundsätzlich sehr, sehr lange vorm Rechner. Jetzt gehe ich das Ganze mal austesten. Wenn es nicht taugt, dann habe ich es wenigstens mal probiert. Aber nichtsdestotrotz, wir sind zurück zu einer kleinen Runde Robocraft. Und zwar, ich habe ja meinen Trailer hier gemacht. Ich weiß gar nicht, wer ihn schon gesehen hat in meinen Videos. Da muss ich natürlich ein bisschen datteln, um ein paar Frags zu bekommen. Ich habe aber nicht wirklich viel gemacht. Naja, wobei, ich glaube, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Ich habe 171 Tech Points. Aber nichtsdestotrotz, was habe ich geändert bis jetzt? Ich habe bis jetzt halt eigentlich nur zwei Tier-7 Kanonen drauf. Und das war es eigentlich. Ich hätte jetzt mal gesagt, ich gehe mich jetzt gleich mal ins Battle schmeißen. Ich werde hier gleich schon wieder kräftig eingeladen. Da wollte ich auch noch drauf zurückkommen. Und zwar, ich werde sehr, 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 sehr oft eingeladen. Ich denke mal, ich habe zwischen 130 und 170 Freunde in Robocraft. Und da bin ich schon gar nicht mehr im Ladebildschirm oder bin noch im Ladebildschirm und dann werde ich schon eingeladen. Ne? Und ich bitte auch doch das zu respektieren, falls ich einmal ablehne, dass ihr nicht die ganze Zeit einladet. Also es gab Leute, da habe ich abgelehnt und dann heißt es für mich dann, oder sollte eigentlich für euch dann heißen, ne? Hey, ich habe gerade keine Zeit, weil ich gerade am Aufnehmen bin oder Umbauen oder was auch immer. Und dann gibt es aber Leute, die sind total penetrant, da habe ich auch schon ein paar aus der Friendslist gekickt. Die laden dann einfach 10-mal nacheinander ein. Und das ist natürlich etwas störend, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich mit der Brille, ich kann tatsächlich mehr sehen, also frag mich nicht, wie das überhaupt möglich ist. Aber ich sehe deutlich schärfer, komischerweise, durch die Brille. Sie hat ja so leicht gelbe Gläser, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sehen kann. Mal schauen, ob sich das auch im Game so auswirkt. Okay, aber hier gibt es schon wieder so die ersten Lags hier. Das habe ich heute und gestern schon vorgestellt. Das ist... Wow, okay, ich wurde hier sogar tatsächlich gehittet. Ey, mach mal hier Schepper. Ey! Okay, da haben wir einen Medic. Ey, wo ist denn jetzt hin? Ich muss hier mal ein bisschen kehrt machen. Dass ich dann auch gleich weiterfahren kann. Okay, die Surfer sind ja tatsächlich laggy. Ich hoffe, dass das in den nächsten paar Tagen behoben wird. Okay, ich fahre jetzt auf jeden Fall mal weiter. Ich wurde jetzt hier schon wieder getroffen, allerdings hat es mir diesmal nichts abgezogen. Und jetzt weiß ich auch, für was oder weshalb diese Geräusche da kommen. Das ist ja tatsächlich mein Jammer. Und ich hatte ja anfangs tatsächlich gedacht, dass das ja der Jammer dafür ist, dass ich nicht so lange auf dem Radar bin. Allerdings wurde ich jetzt ein bisschen anders da aufgeklärt. Meine ganzen Mates sitzen immer noch am Spawn. Oh, wow, wow, shit, das war ein Hit. Oh mein Gott, war der amazing. Da geht er gleich runter, der miese Penner. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, was ich hier sage. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier gerade mal ein bisschen vorgeht. Da ist er. Oh mein Gott, komm schon. Oh, das war schon wieder ein Hit. Jetzt hat er mich allerdings gespottet. Leck, wir haben Lecks, Lecks, oh mein Gott. Okay, ich werde von irgendwo gehittet. Frag mich bloß nicht von wo. Wo ist er denn? Hier oben ist er. Und weg ist er. Sehr schön. Das sind diese Walker. Ich hasse ja. Okay, dafür sind sie wahrscheinlich gemacht, um eben auf die Berge und so zu... Oh, shit. Was ist denn hier los? Und Abfahrt. Komm schon. Wow. Okay, ich habe ihn nicht mal getroffen. Oh, doch. Das war bloß natürlich wieder laggy. Also ich glaube, so hat es im Moment weniger Sinn, wenn wir hier so spielen. Okay, der wird jetzt zernapst. Den hole ich mir jetzt. Jetzt klettert dann natürlich wieder nach oben, der Krüpp. Miese Penner. Habe ich keine Kanone mehr? Oh, tatsächlich. Haben sie gut gemacht, meine Mates. Haben sie so lange gewartet, bis sie alle am Spawn versauen. Und ich war der Letzte, aber okay, gut. Soll wohl nicht so sein. So, wir gehen auf jeden Fall weiter brettern. Das ist immer noch weit entfernt von der Leistung, die ich im Trailer gezeigt habe. Okay, wir drücken gleich nochmal E und die Taste B. Und hoffen, dass wir diesmal von Lex etwas verschont bleiben.
Ich kann noch mal. Wobei, ich schaue jetzt eh mal kurz in den Tech-Tree. T7, wir können noch T7-Schilder freischalten. Wir könnten auch die T7-Ketten freischalten. T5, wir bräuchten tatsächlich noch T5. Top-Mount, ja, die brauche ich jetzt auch noch nicht. Den Jammer, ja gut, das ist alles so, ja, 53. Dann nehme ich mir doch nochmal die mit. Die Skier hatte ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob die jetzt so gut sind. Oh, jetzt habe ich natürlich die ganzen Steine vergessen freizuschalten. Den mache ich jetzt natürlich auch mal so weit, wie ich noch komme. Okay, das war es eigentlich auch schon wieder. Ja, dann gehe ich jetzt trotzdem mal ins Battle. Da müssen wir ein bisschen Geld sparen. Dann rüsteln wir mal um komplett auf T7. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir ein bisschen mehr natzen, ein bisschen besser gepanzert sind. Die Server funktionieren anscheinend auch schon wieder nicht. Ich wurde ja auch am Samstag, sollte eigentlich Mofa and Friends kommen. Und da gingen die Platoon-Surfer nicht. Okay, ich weiß, es gibt keine Platoon-Surfer, allerdings gingen die Platoons nicht. Und das ist dann natürlich etwas schwer, dann Mofa and Friends zu machen, wenn die Platoon-Surfer nicht gehen. Und ja, dann ist kurz vor knapp noch ein Update gekommen anscheinend. Ich denke mal, es war so um 11:30 herum ungefähr müsste das Update gewesen sein. Da gingen dann zwar die Platoons wieder angeblich, allerdings sind sie auch total unstabil gelaufen. Da habe ich mir gedacht, dann verschieben wir lieber das Ganze, bevor ich hier meinen ganzen Frust rauslasse. Ihr habt da nicht das Problem, bei euch geht es dann tatsächlich dann ja nur das Game nicht, aber bei mir allerdings muss ich dann sehr, sehr viel schneiden. Und deswegen verschiebe ich das und erspare mir dann so ein bisschen Arbeit. Okay, nichtsdestotrotz, wir sind im neuen Game. Hinter mir ist ein Walker und hier liegt einer schon auf dem Rücken wie eine Schildkröte. Hier hinten nochmal was. Oh mein Gott, shit. Okay, das hätte ja fast was werden können. Also, und mir kann hier jeder sagen, was er will. Ich liebe diese Ketten einfach. Oh, das war ein Hit. Sehr schön. Da hat er die Rechnung ohne Mofa gemacht. Ich finde, das ist ja so eine Mischung irgendwie. Die Beine. Oh. Ich finde, das ist ja so eine Mischung aus Füßen, also diese Walker Legs. Und wo ist er denn jetzt? Hier oben schwebt er schon wieder rum. So eine Mischung aus den Walker Legs und Rädern. Also ich finde es mega geil. Haben wir hier nur Fluggeräte? Was ist denn hier los? Und whoop! Okay, das war Glück. Wir haben hier teilweise nur noch Fluggeräte. Das war auf jeden Fall ein Hit. Aber wie gesagt, es ist total laggy zurzeit. Wow! Und da hat es schon gescheppert. Wenn Mofa, also Flugzeuge jagen, mache ich ja relativ gerne mit dem Plasmas. Oh, das war daneben. Allerdings ist es relativ schwer. Oh mein Gott, war der amazing. Oh, und da bricht auch schon wieder sein Flugzeug auseinander. Oh, das war total verruckelt gerade. Von wo schießt denn denn? Hier unten ist er. Bei uns wird gecaptured. Der kann ich natürlich jetzt relativ wenig machen. Da ist er. Und da ist schon die Hälfte vor seinem Kevlar down. Wow. Oh shit. Das hätte was werden können. Hier haben wir einen Medic. Oh, und ich habe ihn wieder gnadenlos verfehlt. Bin ich der Letzte? Nee. Ich treffe ihn einfach nicht. Oh mein Gott, ich glaube, das werden wir hier verlieren. Und ich habe leider gar nichts gerissen. Ich habe nur einen Kill gemacht. Was meine Mates hier machen, verstehe ich auch gerade nicht. Hab einen Hit wenigstens noch. Hoppa! Okay, das ging voll in die Hose. Gut, nichtsdestotrotz, ich hasse ja diese Schneemap, aber wir haben sie wenigstens bestanden oder geschafft, ohne einmal zu sterben. Ich könnte auch den Premium-Code eingeben, der war vorhin kurz eingeblendet, allerdings weiß ich ihn schon gar nicht mehr. Ich könnte mir auch auf die Schnelle nochmal einen Tech-Tree und könnte die Dreieckchen freischalten. Und ich glaube, ich fange dann tatsächlich schon mal an mit gelbe Steine kaufen. Kosten 2000 das Stück.
Okay, aber da bekommt man wenigstens ein paar dafür. Wenn ich jetzt zurückdenke an Tier 10. Die sind hier mörderteuer. Okay, ich will jetzt auf die Schnelle noch kurz umbauen. Die gelben Steinchen verwenden. Da wir gar nicht so viele... Wir haben gar nicht so viele von den ganzen. Oh, wir haben sogar noch rote. Die können wir dann eigentlich auch schon fast austauschen. Oh mein Gott, was habe ich da für einen Stein weggenommen? Dann mache ich das hier so, so und so. Und dann werde ich einfach mal Stück für Stück... Ich baue mir jetzt hier mal einen gelben Stein hin. Ich habe ja auch gesagt bekommen, dass die gelben Steine... Beziehungsweise, dass man mehr mit Dreiecken bauen sollte und nicht wie ich mit diesen Spitzen. Und dieses Tree Triforcing, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird, Prinzip zu erreichen. So, und da ist auch schon unser Sitz. Wir brauchen aber... Ups. Dann machen wir das wieder alles voll. Hier kommt Gelb hin. Jetzt bin ich selbst etwas verwirrt. Das kann sich bei mir immer nur um Stunden handeln. Ich baue das jetzt einfach auf die Schnelle hier weg. Okay, ich muss hier ein bisschen Rot wegbringen. Dann bräuchte ich natürlich Blau. Natürlich habe ich von dem Blauen keine. Jetzt muss ich mir bloß merken... Was habe ich jetzt weggemacht? Jetzt muss ich mir bloß merken, wo die ganzen Steine denn waren. Okay, mit der Brille hat jetzt hier alles so einen leichten Grünstich. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Gläser gelb sind. Jetzt muss ich hier kurz raus. Hier hinten, das stimmt alles. Das kommt noch weg, das kommt noch weg, das kommt weg und das kommt weg. Dann können wir das hier innen vielleicht noch hinbauen. Stimmt das dann soweit? Okay, warum können wir hier nichts... Habe ich meinen Sitz rausgebaut? Oh ja, tatsächlich. Das war das, was ich hier anscheinend weggebaut habe. Da müssen wir den auf die Schnelle wieder reinsetzen. Okay, dann passt nämlich kein Steinchen mehr hier rein. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen dann auf jeden Fall erstmal, dass wir hier dann die gelben Steinchen wieder hinbekommen. Ich probiere hier ohne groß Schaden zu machen, denn ich weiß selber nicht mehr, wie der Panzer gebaut wird, wenn ich ihn einmal auseinandergebaut habe. Und deswegen muss ich hier etwas dezenter vorgehen. Hier noch was, hier noch was. Hier und hier hinten kommt nichts mehr. Hier fehlt aber noch ein Dreieckchen. Und hier auch, meines Wissens. Genau, und dann sieht es doch schon mal ganz gut aus. Wir haben allerdings, glaube ich, noch ein paar gelbe Steine. Die könnten wir aber fast an die Vorderseite bauen. Wir das dann erstmal hier hin und hier hin. Das ist ja etwas tricky mit den ganzen Spitzen hier. Okay, das war sowieso von unseren gelben Steinen. Wir haben keine mehr. Einen haben wir noch. Okay, wir bauen den mal hier hin. Der Kacki fragt auch schon, und wie fährt die Brille? Die Brille fährt natürlich ausgezeichnet. Sie ist natürlich gerade gekommen hier. Der Beweis dafür... Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann. Hier, da drinnen war sie nämlich. Hätte ich vielleicht ein kurzes Unboxing oder so machen sollen, aber da ist sie auf jeden Fall. Und hier fällt schon die ganze Kacke raus. Und hier haben wir sogar ein Taschentuch dazu geliefert bekommen. Okay, ja, natürlich ist es ein Brillenputztuch. Ja, nichtsdestotrotz, wir werden uns heute nochmal in ein Battle wagen, ins letzte für heute. Und dann werden wir mal schauen, was wir mit der Brille denn rocken können, damit wir an Kacki auch ein bisschen was Cooles erzählen können. Wenn jemand von euch weiß, kann er den Robocraft-Code gerne unten in die Videobeschreibung schreiben.
dass ich mal wieder weiß, wie der denn ist. Denn jeder hat Premium, das kann ich gar nicht sein. Was aber auch noch ganz cool ist an der Brille, und zwar, ich habe hier ganz genau hier ein Licht stehen. Und es blendet nicht so, wenn ich hier dattel. Normalerweise habe ich immer das Problem bei Forest, dass mich das immer ziemlich hardcore blendet. Und dass man immer sehr wenig dann auf dem Monitor sieht. Allerdings, mit der Brille geht es eigentlich ganz gut klar, muss ich sagen. Voila! So, und ich schlage jetzt mal voll ein mit meinem Panzer, damit ihr mal seht, was für ein Handling das der hat. Nämlich ein total schlechtes. Aber wenn ich dann den Gasknopf loslasse und dann nur einen Schlag, dann hat das Ding einen crazy Radius. Voila! Voila! Denn es wurde sich ja auch schon ein Tutorial gewünscht für diesen hier. Da haben wir schon überlegt, ob ich da vielleicht mal eines mache oder machen könnte. Allerdings müsst ihr da mir dafür noch ein bisschen Zeit geben. Wow, shit, okay, das hätte was werden können. Oh, komm schon, komm schon. Oh, okay, das war ein bisschen zu lame oder zu langsam. Den hole ich mir aber noch. Das war ein Hit. Und das war schon wieder ein Hit. Und das wird noch ein... Oh mein Gott, das war schon wieder lecky. Und das ist hier die Katastrophe, wenn man hier spielen will. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel HP das er hat. Oh mein Gott. Oh, das war jetzt richtig fail. Oh, mega fail, mega fail, mega fail. Zwei SMGs, das wird natürlich mega schwer. Okay, da habe ich jetzt natürlich keine Chance. Soweit habe ich, hätte ich natürlich sehen müssen. Okay, ja, dann hätte ich mal gesagt, war es das ja eigentlich schon wieder von unserer kleinen Folge Robocraft. Ihr könnt auch gerne mal den Trailer anschauen. Ich verlinke ihn nochmal unten in der Videobeschreibung. Also habe ich mir echt sehr, sehr viel Mühe gegeben, habe sehr viel Arbeit reingesteckt. Wenn ihr es euch mal anschaut, lasst doch vielleicht auch einen Daumen nach oben da, damit ich auch weiß, ob euch sowas gefällt. Ob ich auch mal weiter oder noch mehr solche, ja, kleinen Trailer-Animationen, Dinger hier machen kann. Ja, in dem Sinne war es ja schon wieder von mir. Bis dahin, macht's gut, Leute, euer Mofa. Ciao, ciao.